Okay, bist du ready? Ich bin bereiter denn je. Wie meine Mom sagen würde, ein bereit gefahrenes Boot segelt ohne Segel besser als mit. Bruder, und damit herzlich willkommen zu Vampire the Masquerade Bloodhunt. Richtig geiler Ein Schnurrbart. Danke. Ein Battle Royale mit Vampiren, aber auch ganz normal mit Waffen. Also es spielt in, ich sag mal, der heutigen Zeit. Man ist in welcher? In Prag? Ich glaube, es ist Prag, ja. Ich glaube, ne? Also eine Großstadt, die gibt es eine Map und da hüpft man rum und ballert. Du kannst gern schon mal anmelden. Na Das klar. Ganze ist ja schon eine Weile raus, aber ich sag das vielleicht auch schon was. Und jetzt allerdings ist die erste Season draußen. Ne? Das heißt, ihr habt hier einen Battle Pass. Und vielleicht für alle, die das Game jetzt noch nicht so kennen, es gibt Herausforderungen, Quests, verschiedene Archetypen. Das sind quasi die Klassen und die levelt man auch. Ihr seht schon, mein Animalist ist jetzt Stufe 2. Und wenn man die levelt, kann man Fähigkeiten auch, neue Fähigkeiten freischalten. Das ist ganz cool, gibt einen Rank-Modus, allerdings erst ab Stufe 10, sind wir noch nicht. Und ansonsten gibt es so einen Casual-Modus. Wo, das ist der Bloodhunt-Mode, ja, oder Blutjagd-Modus, der halt eher sich so an AnfängerInnen, ja, richtet. Und da ist es auch so, dass man respawnen kann und so weiter. Ich weiß gar nicht, inwiefern man das beim Ranglisten-Spielmodus auch kann. Also es gibt halt diese Respawn-Stations, vor allem wenn Ja. man im Duo oder so spielt, dass man halt wiedergeholt werden kann. Ich glaube, solange man nicht ausgesaugt wird. Ah, okay. Genau, also weil, wenn, also ihr könnt euch das vorstellen wie so HNZ1, PUBG, Cuisine Royale, was weiß ich. Ja, also eher so Arcade-mäßige Shooter. Man wählt hier am Anfang Spawn aus, bisschen wie bei Ring of Elysium. Und genau, wenn man einen nockten Gegner, ganz normal, wie man das kennt, kann man da hingehen und den aussaugen. Wir sind übrigens im Duo, Sterzig. Ja, ich merke es auch Wir haben gerade. bis eben nur Trio gespielt, wir haben bei Sterzig schon Aber aufgenommen. ich glaube, es kam gerade einfach nur kein. Ich glaube, wir haben einfach kein Mate Ich glaube, wir gefunden. haben einfach Pech. Ja, Niemand will mit uns basically. spielen. Animalist kann sich unsichtbar machen. Das hat so eine Abklingzeit von 15 Sekunden oder so. Und er kann so eine Fledermaus werfen und im Umkreis hat man dann einen Alter, Wallhack. Und ich habe ein das ist geiles so Outfit, habt ihr schon geil. gesehen. Ja, man kann auch das Aussehen, ne? Ist auch wieder mit Skins viel und so. Wer sich da ausstatten möchte, das geht auch. Genau. Ja, das sind wir. Sterzi Die und ich. Es gibt Gang. aber auch normale, halbwegs normale Vampire, die aussehen wie du und ich. So, also man spawnt Oder besser. und man sieht dann an diesen blauen Strahlen, ob da Loot ist. So, und das würde automatisch Richtig. aufgesammelt. Diese Vans kann man. Nee, manche. Genau, und das Coole ist, eine Grafik ist ja schon recht geil. Man kann einfach überall hochklettern, weil man scheiß Vampir ist. Versteht ihr, wie ich meine? Zwei Waffen kann man aufsammeln. Ich habe eine schallgedämpfte MP und Zwei neun Waffen und eine Laufgewehr. Melee-Weapon. Das stimmt, ja, richtig. Und wenn man X drückt, hat man so ein bisschen so einen Aufspürmodus. Und da seht ihr auch schon, da ist jetzt ein NPC so lila markiert. Und links unten seht ihr, wir haben da verschiedene Farben: Türkis, lila, pink, orange. Und da seht ihr auch schon, was die bringt. Die kann man jetzt aussaugen, dann kriegt man 10% schnellere Abklingzeit von Verschwinden. Das ist mein Q-Spell. Q. Ne, Mu. Ja. Und das kann man hochstecken. Das dauert für das Match. So. Wir machen eine schöne Duo-Action jetzt. Endlich mal, ne? Endlich mal Ruhe mit Randoms. Ja, wir hatten eben so ein paar Plazy-Randoms. War nicht so Digga, unser war Vibe. unnormal dumm. War stressig. Ja, ohne Scheiß, ich lade das nicht hoch. Was ist das für eine Waffe, die ich hier habe? Oh, vor mir ein Lilaner. Jo, Den jo, kannst jo, du jo. haben, weil den habe ich schon Stufe 1. Genau, man ist nämlich irgendwie irgendwann gekappt. Sturmgewehr oder ein neuen Laufgewehr? Aber Mal ist das schauen. wirklich so, frage ich mich. Ja, wenn nicht, dann sauge ich ihn nochmal aus. Ja, probier mal. So, hier steht jetzt. Ah, ne, 25% schnellere Abklingzeit. Das ist schon richtig ordentlich, ey. So, dann klettern wir mal hoch, oder? Ich war eben schon drauf, aber ja, können wir machen. Moin. Hier vorne wird Ja, geballert. ja, Oh ja, ja. da sehe ich sogar schon Schüsse. Ich habe einen Sniper. Ich würde mal kurz aus Ja, geil, dann Entfernung. snipe die. Ach, die kämpfen gegen KI. Da irgendwo. Ich sehe Da sie leider hinten. nicht. Da kommen die Naja, Schüsse, ja. die Bäume sind leider übel im Ich gehe Weg. mal außen. Ja, wir können außen rum. Hier Ja, lang. ich komme mit, ich komme mit. Ganz in Ruhe. Richtig, haben wir Er ist Zeit. oben auf dem Dach. Du schießt, ne? Kannst du markieren, wohin du schießt?
Oh, ich mach mega wenig Damage leider nur. Ich dachte, du solltest überlegen, das sind halt drei. Ja, es ist anscheinend so eine halbautomatische. Hat ein paar Hits. Ah, wir sollten überlegen, ob wir weggehen, weil das sind halt drei. Ja, egal, die ja Outs. Machen die. Okay, der hat eine bessere Waffe. Für Range. Einer hat oben ordentlich Damage. Frag mich halt, ob die rüberkommen wollen oder nicht. Ich schick mal eine Fledermaus hin. Ah, nice. Jetzt. Ey, Scheiße! Ich glaube, ich hab ihn. Echt? Genockt? Bin nicht sicher. Es sah so aus, als wäre er umgekippt gerade. Der ist richtig low. Ja, ja. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn. Nee, ich bin enthüllt. Sterblichen ah, ja, getötet. Scheiße. Ja, man darf keine Zivilisten killen. Aber ich glaube, jetzt können wir sie eventuell überlegen zu pushen. Hab einen. Dann haben wir zwei. Einer hat einen Headshot kassiert. Ja, dann lass ihn okay, kommen. Okay, lass hier rechts rüber. Vielleicht unten an der Straße lang. Lass hier aufs Haus. Okay. Bin halt immer noch enthüllt. Die sehen mich halt instant kommen. Ja, ja, ist gar nicht mal so klug. Ja, dann sollten wir die auf keinen Fall pushen. Ich geh mal aufs Haus. Oh, da ist eine lila, eine Waffe. Hab einen. Nice. Ich komme hinterher. Ich hätte gedacht, die pushen mich jetzt mega, wenn ich da... Hab noch einen. Okay. Der andere kommt hier auch. Der kommt. Hab ihn. Sehr schön. Dann haben wir alle. Links noch einer zum Aussaugen. Geil. Ist runtergedroppt? Nee, ist oben. Wo denn? Hier. Achso. Ja, sauge ich aus. Ey, geil. Zack, weg damit die Scheiße. Ohne Probleme. Das war sehr clean alles. Also ja, relativ. Bis auf, dass ich einen Zivilisten gekillt habe. Naja. Ich habe eine lilane Waffe jetzt von einer KI da bekommen. Also okay, lag da rum. Okay, lass mal weiter ein bisschen halbwegs concentrated. Hier ist Armor. Kann man schön einsammeln. Habe ich sogar zwei. Kann man die stacken? Zweimal? Nee, ich glaube, du kannst nur einmal. Ich glaube, du brauchst nur einmal zumindest. Du musst dich ein bisschen heilen. Drück mal Tab und dann gibt es diese kleinen Pets. Spritzen oder ja, so. Ja. Ich mach mir erstmal kurz Rüstung rein. Aber ich habe mich auch gerade schon einmal geheilt. Ansonsten, geil, hier unten ist noch ein lilaner. Den nehme ich mir mal mit. Ja, nice. Geil, Abklingzeit auf 50% jetzt. Das höchste Rang. Sheesh. So, und du warst geil. Lila, oder? Nee, dahin war lila. Geht das? Ja, ein Gesundheit pro Sekunde. Nice. Also das ist schon ein ganz cooler Mix. Mir gefällt sehr gut. Die Frage ist halt, wie so der Langzeitspaß ist, ne? Ja. Dazu müsste man es mal richtig suchten, irgendwie so ein paar. Ja, 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 genau. Richtig Max-Level. Ich kann mir vorstellen, dass so ein Dallo oder so da gut was zu sagen hat. Dallo hat safe schon ein paar hundert Stunden. Ja. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus an Dallo. Hm. So, hier in der Mitte ist wieder KI. Wir sind ein bisschen getrennt. Das ist nicht so nice, Sterzig. Ja, wo bist du? Ja, auf der anderen Seite vom Platz. Ich komme mal rüber zu dir. Okay. Hey, hinten ist noch ein lila, ne? Ich würde ihn mal aussaugen. Du, tu dir keinen Zwang an. Ne? Oh, ich werd beschossen. Okay, ich komm nach oben. Ach so, war KI. Ah, okay. Lol, die haben mich ja richtig. Aber hier ist jemand, warte mal, hier ist rechts jemand markiert, oder? Ja. Auf der Map ist so ein roter Ja, der ist oben auf dem Dach. Du hast recht. Scheiße. Ja, da ist er. Hat ein paar Hits. Drei Leute. Einer ist down. Oh, rechts. Ja, einer ist die Straße runter. Gefallen. Oh Gott. Okay, also ich habe da einen genockt. Einer kommt, glaube ich, gerade die... Ja, einer kommt hier hoch. Habe ich down. Ich habe dem 100 Seite. Damage gegeben. Okay, ich push. Jemand hat den gebackstabbt. Okay. Da ist noch einer. Noch einer rechts von dir. Da, ich markiere. Da war es einer um die Ecke gerannt. Ja. Scheiße, jetzt neben den Zivilisten. Okay, ich kille den erstmal. Jetzt bin ich enthüllt. Weil ein Zivilist das sieht. Lol. Ja. Okay. Ich gehe mal wieder hier hoch. Wir müssen wieder hoch auf jeden Fall. Wobei, wenn wir enthüllt sind, eher nicht, ne? Boah, ist das
Okay. Deswegen finishen die hier, Leute. Bei mir ist einer. Hab einen. Nice. Set. Deswegen finishen die alle so. Weil wenn Civilist das sieht, ist das doof. Geil. Oh. Okay, komm runter. Ich versuche ihn zu machen oben, ja? Ja, der hat der ein paar Hits. Okay. Hier oben, zwei Stück. Okay, warte, ich komme. Ich muss abbauen, ich muss abbauen. Ab einen. Hab noch einen. Oh, der rechts ist ganz low. Aber ja, ich bin down. Aber ich regeneriere mich. Alter, ich habe zwei Leute. Ich muss da pushen jetzt. Ja, oder du holst mich hoch. Ach, du bist down, okay. Ja. Ich komme hoch. Ich bin unten. Ja, ich hau mir kurz was zu trinken rein. Okay, ich hab einen richtig, ich hab einen gedownt, einer übel low und der andere auch übel low. Die machen jetzt auch erstmal chillig. Okay. Wollen wir weg? Komm hier aufs Dach am besten, da haben wir Deckung. Oder hier, guck mal. Ja, das ist gut. Wir sind jetzt auch nicht mehr aufgedeckt, wir können chilling machen. Ja. Lauf so, erstmal heilen, naja. Ich hau mir hier Blutkanister ins Gesicht. Ich hab halt keine Muni mehr, AR-Muni. Wir müssen erstmal ein bisschen looten. Ich kann, glaube ich, droppen. Ja? Wie viel brauchst du? Oder was brauchst du? AR-Muni. Ist das AR-Muni? Nee, das ist Großkaliber. Immer davon? Ich drück F, aber es passiert nichts. Egal, ich habe auch nur MP-Muni. Nee, irgendwie geht es. Vielleicht kann man nicht von anderen Spielern aufnehmen. Nö. Och. Aber egal, ich habe eine MP, die ist auch gut. Okay. Dann lass mal hier aufs Dach wieder. Mhm. Okay. Check auf jeden Fall auch mal hinter dir irgendwie. Okay. Oh, schöne romantische Gegend hier. Gegend. Wo ballern die denn? Das sind die. Ah, hier. Gegenüber. Ich bin down. Scheiße, die haben mich komplett weggesprayt zu dritt. Hier ist leider kein Eingang, wo ich irgendwie reingehen kann. Ich bin hinter einem Auto. Scheiße. Ja, die verfolgen dich. Links von dir. Chill. Rein. Hier zwei Torte. Oh shit. Hä? Nein! Ich konnte nicht! Ich konnte nicht drüber klettern! Oh, ich bin regeneriert! Ja, geil. Ich bin down. Oh Mann, er ist von der. Ja, da kenne ich das Movement noch nicht gut genug. Quasi, genau, da kommen die jetzt wieder. Das sind die, das sind gegnerische Team. Guck mal, einer ist links rein. Ja. Hä? Nee, die heilen sich, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich mach gerade erstmal nichts. Was passiert denn bei dir? Du kannst mich bei einer Respawn-Station wiederholen, steht hier. Links kommt jetzt noch einer raus. Schön. Kannst du dich heilen mit Tab? Schön. Das ist jetzt blöd. Ja, ach, okay, man kann es nicht abbrechen, oder? Nee. Sorry. Ah, Kacke. Aber warum waren wir zu zweit jetzt? Ja, gute Frage. Ich dachte, ja, wir wären jetzt einfach in einer Duo-Runde. Aber dafür, dass wir zu zweit sind, haben wir sehr lang durchgehalten. Ja, wir haben übel rasiert, war eine richtige Runde. Ah, schade. Du wirst ja gerade übel weggemacht, Digi. Kalle hat dich gekillt. Oder Kale. MLG-unterstrich irgendwas hieß da jemand. Aber da hätte ich gerade auch meine Fähigkeit eigentlich benutzen können. Ich mache mich ja so unsichtbar und kann so wegporten. Das hätte ich machen können, aber vielleicht hätte ich auch aufs Haus gehen. Ach, egal. Ich glaube, das sind doch die persönlichen Stats und nicht die Team-Stats. Weil ich habe jetzt hier eine Eliminierung und 5 Assists. Oh. Das heißt, ich hatte in der einen Runde bei dir echt 7 Kills. Krass. Ja. Hey, gut, also ihr seht schon. Spoilert. Oh. Ja, Mensch. in einer der Runden. Und ob wir die gewonnen haben? Welche, ne? So, also man steigt Stufen auf, Spielerstufe, Archetypstufe, also von Charakter. Startet mit 2 phlegmatischen Punkten. Das sind, glaube ich, die zum Aussaugen. Da gibt es, glaube ich, das sind die unterschiedlichen Rubriken. Und anscheinend starte ich jetzt mit einer Rubrik schon auf Stufe 2. Das wäre heftig. Ich guck mal.
Ja, der eine wollte mich im Nahkampf machen, der hat richtig ins Gesicht bekommen. Ja, habe ich gesehen. Aber krass, nach 40 oder nach 50 Sekunden oder so, respawnst du einfach. Ja, ich glaube nach 35. Du dich. Ja. Das war, habe ich fast nicht mitbekommen. Starte mit 2 phlegmatischen Blutresonanzen. Ja, geil. Machen wir. Machen wir. In den Warenkorb. Gut, von mir aus können wir direkt in die nächste Runde. Genau, also was ich, noch zeigen wollte, gibt halt die verschiedenen, ich nenne es jetzt mal Klassen. Ja. Saboteur hat Sterze gespielt, ich habe Animalist gespielt, hat dieses Verschwinden. Dann hat er das Tier spüren, das heißt immer, wenn jemand low ist, hinterlässt er so eine Blutspur. Das heißt, wenn die sich verstecken, nicht vor mir. Und diese Fledermaus, habt ihr ein paar Mal gesehen. So, ab nach Köln. Ist echt Poggers. Jetzt bin ich gespannt, wenn ich jetzt mit 2 phlegmatisch pumpe. Wir haben Maid, nice. Schlachthaus. Ja, wo wollen wir hin? Okay. Schlachthaus Maid. Ich glaube, die roten Kreuze sind die KI-Lager. Ja, true. Aber gute Frage, ob es halt Drops gibt, ne? Oh, dann gibt es bestimmt eine richtig gute Taktik, dass man direkt ein KI-Lager cleart, ganz am Anfang. Naja. Können wir zum Hafen gehen? Guck mal, da ist niemand beim Hafen, links von uns. Ja, ein KI-Lager können wir. Mhm. Genau, es gibt eine neue Klasse irgendwie. Glaube ich, mit der Season, Vollstrecker. Vollstrecker. So. Du bist so swaggy. Ich hab so ein geiles Outfit. Wirklich. Wenn du Vampir bist, wie aber gleichzeitig Mode liebst. Ja, wie viel ist dein Outfit wert? Jo, bei ihr ist, wie viel ist dein Outfit wert? Jo. Okay, also Soul Warp. Soul Swap. Spiel ja, Vollstrecker. Sie ist so richtig, richtig clean mit Anzug und sie hat also. Ja, und dann wir beide richtig Alter, ihre Handlanger. Cracked Vampir, ja. Ey, aber Matchmaking bisher eigentlich ganz gut, ne? Ja. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass irgendein Gegner krass heftig war, aber die waren jetzt auch nicht komplett scheiße. Also, so, ab zum Hafen. Ja, ich habe tatsächlich 2 Phlegmatisch-Punkte. Nice. Jetzt die Frage, was hat das nochmal gebracht? Oh, erhöht also ich hatte jetzt dreimal in Folge in diesem Haus eine legendäre Waffe. Krass. In einem Haus? Also ja, dreimal in Folge war hier oben in demselben Regal, an derselben Stelle, diese legendäre Kiste. Und ich frag mich halt, ist das... Ob's feste Loot-Position. Ja, ob's, genau. Ist halt eine Kiste, sind halt unterschiedliche Waffen drin, aber bis jetzt war die halt dreimal da. Hm. Oh. Lecker. Ah, fehlender Resonanzplatz. Trinkt ihr gegnerisches Blut, um die Kapazität zu erhöhen, ja. Gut, machen wir. Boah, Alter, waren schon ein paar Westen dabei. Eine AK, 2 blaue AKs jetzt. Gut. Nice. Das rote Gas naht. Unbedingt vermeiden, Lebensgefahr. Ist das so Anti-Vampir-Gas? Ja, ja. Machen die ganze Stadt kaputt? Oh, shit. Oh, nicht ins Wasser, ne? Nee. Nee. Ja, das ist von Vampir-Hassern, die machen das. Nee, unnormal. Scheiß, muss nicht sein, muss nicht sein, sag ich. Nee, immer. Mann. Oh, er fightet. Ja, er ist hier im Lager. Gegen KI. Na gut. Er geht gerade mega drauf. Reicht das auch als gegnerisches Blut, wenn ich die aussauge? Jo, der ist down. Was ist mit ihm kaputt? Ja. Why? Diggi, du bist auch Half-Life. Saug dich voll. Ich hab gerade eine Kiste aufgemacht. Die Frage ist, wo ist hier eine Kiste, ne? In diesen Zelten doch immer. Hier! Auf X erkennst du die auch. Ah, okay. So, was ist drin? Wie viel ist mein Outfit? Revolver. Willst du den haben, oder? Ja, ich nehme den mal. Ich liebe so Revolver. Das macht immer Bock. Ist halt so wie so eine Desert bei CS immer. Ja, I love so, it, Digga. Ich kauf die so gern, sag ich dir. Okay. Oh, shit. Und die ist lila. Ich wollte eigentlich in meinen Mund. Wie man die auch anfällt, so richtig. Ja, ja, die stehen da so am Handy. Jo, alles gut. Oh, da ist noch eine legendäre Kiste. Oh. Und das ist kein Lager. Ja, die ist einfach in einem Haus. Ey, geil, man kann wirklich in ein Haus rein. Voila. Alter, Digga, was ist das denn hier für eine Gegend? Warte mal, willst du den Revolver? Oh ja, nimm den Revolver. Schöne doppelläufige. Na, ich hab halt 2 geile Waffen. Hä, ach geil, man kann ja auch so drunter durch. Oh mein Gott, guck mal, wenn ich mich hinhocke und eine Weile liegen, sitzen bleib, bin ich aber weg. Lol. Also Revolver willst du nicht? Ne, ich hab hier 2 lila. Ne? Gut. Die eine ist davon, ist halt
Auch ziemlich sick. Okay, wollen wir mal zu unserem Mate? Hey, hier ist ein Katana. Jo. Okay, das nehme ich. Hey, das hat Ablenken? Ablenken? Auf 3? Aber diese Waffe Mate? Besitzt eine Fähigkeit. Ja, alle 2 Sekunden. Hey, ich kann einfach Jedi Macht, Jedi Macht. Digga. Reflektiere ich hier die Kugeln oder was? Ja. Das ist ja geil. Okay, Leute, ab geht's. Hey, warum krabbelst du nicht? Hatte. Okay, aber. Bei mir. Hinter mir. Okay. Scheiße. Wo ist er? Er ist low as fuck. Junge, ich will ihn aufschneiden. Ja, bitte, tu's. Er springt ja einfach nur so richtig zwischen uns rum, weil er nicht weiß, was ich machen soll. Joink in meinen Mund. Okay, ich hau mal rein. Nein! Ich will mal Q drücken für Inventar. Oh, jetzt muss ich mich mal ein bisschen beeilen. Ich wollte ihn die ganze Zeit hitten, aber ey, die Hitbox mit dem Katana ist nicht so nice. Ich glaube, du musst mega nah ran. Ja, halt. Ja. Aber ich war gefühlt schon sehr nah. Und dann habe ich halt mit der Schrotflinte übel gechoked. Das war nicht so geil. Poggers! Perfekt fürs Video. Ne? Schreibt mal in die Kommentare, wie schlimm das war. Ich spiele jetzt nur mit Katana. Wir machen eine Challenge. Einfach dritte Runde in seinem Leben. Oh, ich will jetzt eine Challenge machen. Warte mal, kann ich den jetzt hier aussaugen? Ja. Oh, das hat jemand gesehen. Ja, dann das stirbt ihr jetzt auch. Stell dir vor, jetzt stackt sich die Time so. Oh, ja, ist jemand, Leute. Ist hoch auf 60. Ah, ne, ist ein Zivilist. Einfach so 10 Minuten lang. Oh, shit. Mann, was ist denn mit mir? Hallo. Die Fettfinger hier die ganze Zeit. Nom, 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 nom. Aber ich habe jetzt gut Points. Also phlegmatisch. Aha. Soul Swap schießt. I don't see anyone there. Ich frag mich, warum immer wenn ich enthüllt bin, irgendwie rallen das die Gegner nicht, habe ich immer das Gefühl. Ah. Oh, da unten. Oh. Aha, jetzt sehen sie mich. Hier oben ist, glaube ich, erstmal wichtiger. Ja. Hab einen Down. Ja, dann pushen wir, oder? Hab ihn getötet. Ich push mal. Ja. Mit dem Katana. Soulswap ballert immer noch. Ja, ich beschütze dich mit der Tommy Gun. Videotitel: Freche Katana Kills. Jetzt hätte die Frage. Junge. Da vorne. 2 Stück hauen von uns ab. Aha. Es gibt auch so eine Klasse, die hat einen Doppelsprung. Das stelle ich mir auch sehr nice vor. Die schneide ich auf mit meinem Katana, ich sag's dir. Ja, ich weiß. Ich spüre deine Mordlust. Shield Break. Nice. Oben auf dem Turm. Immer Ping. I did. Bin 2-mal angehittet und hatte sich verpieselt. Da vorne auch einer. Okay, welchen machen wir jetzt? Ich kletter jetzt hier hoch. Okay, ja, ich komme zu dir. Hier vorne, rechts von dir. Ich mach keinen Damage. Hab ihn. Hier links. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Über dir. Ja. Ach, ärgerlich. Soulswap kriegt er auch richtig das Maul, ich muss mich gerade heilen. Oh mein Gott! Hab ihn. Alter, ich hab 2 mit Katana niedergestreckt. Ja. Ich bin down von oben. Nein, egal. Von oben. Da. Egal. Ich regeneriere. Ja, perfekt. Ich krabbel hier im Boden. Aber neben mir regeneriert. Hier unten regeneriert neben mir einer, Scheiße. Den kannst du finishen. Oh, ich werd weggesaugt.
Wo ist unser Mate? Ich bin auch down, keine Ahnung. Oh, unser Mate ist irgendwo anders. Aber das war geil mit dem Katana, aber komplett. Ja, ja, also würde ich niemandem empfehlen. Also, weil. Weil, Digga, ne? Ja, ich hätte jetzt auch recht safe wegmachen so, können, wenn ich jetzt noch mit 20, der Schrotflinte oder so. Wenn ich jetzt noch 20 Sekunden überlebe. Ja. Dann kannst du mich respawnen. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Wenn ich jetzt noch 20 Sekunden... Ja, ja. Was ist denn jetzt hier? Glitch das Bild. Ich hab's nur klettern hören und ich war so scheiße. Ja, ja, tong, tong, tong. Oh, oh. Ja, ein Win müssen wir holen, denke ich. Ja, komm jetzt aber. Es war wieder blöd, weil unser Mate war wieder am Arsch der Welt, wurde da gekillt, dann wir da. Ging, der war auch nur so ein Dach weiter. Aber ja. Willkommen zurück. Ich hab schon mal angemeldet, ja? So geil. Ja, Digga, stoß. Prost, so, jetzt nächste Prost, Runde. Yeah. Prost! Prost! So, willkommen zurück, Leute, nächste Runde. Schöne mit dem Ötti. Wollen wir das so trinken, lieber Hertha, aber herzlich? Oh, Junge, mit Glasflaschen weiß ich nicht, wie schlau das ist. Tief in den Hals. Malzbier aus der Dose, das wär's doch. Junge, lass das patentieren, schnell. Und der Name dieser Brand wird Malz aus der Dose. Knabe Malz. Oh, Adrian Weise hat sich der Familie angeschlossen. Ah, endlich. Schlachthaus. Nee, ja, safe, Schlachthaus. Oh, scheiße, das sind andere. Ding dong. Der ging heute im Schlachthaus. Egal. Egal. Wir machen die weg. Alles Game. Auf Risiko. Lass doch mal. Game ist mein Game. Okay, meins auch. Animalist, bitte. Gas Man Keil. Also richtig geil, dass man jetzt so zum Beispiel 2 Punkte in hat. Aber ich hätte es halt gerne in dem Punkt, wo der Kuhspell. Alter, richtig geil, dass man jetzt 2 Punkte in hat. Oh, was ist passiert, seitdem wir aufgestanden sind? Geht zum Hafen. Ach, hier sind halt Leute beim Schlachthaus, ne? Hm. Ja. Ist aber nichts drin, wollen mich verarschen. Ich schleich mich rein. Oh. Da wird gefightet. Okay, einen habe ich. Oh, nice, okay. Need Support. Komm mal, Rain. Ich sehe leider gar nicht, was bei dir abgeht. Ich höre dich nur zocken auf deiner Tastatur. Ja. Oh, lila, eine Waffe. Okay. Okay, let's go. Oh, knack. Der läuft aus. Okay. Alter, was ist denn mit dir? Nimm den Revolver. Soll ich? Ja, safe. Nein, will ich nicht. Hat der Mate ihn? Oh, der Mate hat ihn nicht, okay. Na, Moment. So, ich kletter jetzt hier die Bude hoch. Das ist halt echt. Ich liebe so Spiele. Indem man einfach überall hochklettern kann. Das holt mich immer mega ab irgendwie. Der war fucking dynamisch. Ja. So. Hier ist aber noch ein Revolver. So Dying Light, Assassin's Creed, Mirror's Edge. Sobald man klettern kann, bin ich irgendwie schon halb abgeholt. Finde ich übel geil. Das ist halt so ein Skill, den würde ich gerne in echt können. Neben Kochen. Ja, ohne Kochen aber und das, dann, das sind so richtig geile Skills. Ja. Aber dann bitte ohne das Risiko zu haben, zu fallen und zu sterben. Na doch, ein bisschen Kick gehört dazu, Digga. Wo rennst du hin? Zone? Zone? Dachte ich mir jetzt einfach mal so. Oh, Katana! Entschuldigung, zusammen? Nee. Den habe ich erstmal bedient. Oh, da ist wer auf ein Auto gehüpft. Rechts. Wie wir stehen. Ja, da oben. Hüpft da rum. Wo? Markier. Hä? Ah, da hin. Der Jagd ist eröffnet, oder? Ja. Ich find's geil, wie man mit dem Sniper einfach trotzdem Third-Person shootet. Ja, es gibt auch noch ein richtiges Sniper mit Visieren. Ach echt? Das ist dann wahrscheinlich Legendary. Ich glaub gar nicht mehr, aber das liegt meistens in so hohen Türmen. Ich muss den eh halt mal mehr spammen. Ja, wenn das echt fixe Lootpoints sind, dann muss man da echt... Oh, wieder oben. Shieldbreak.
Ich sehe ihn leider nicht. Ja, ja, wir haben gleich Wallhack. Oh mein Gott! Direkt vor mir. Direkt bei mir. Hä, war das von hier? Ich bin ganz schön lost. Ja, ich bin lost. Einen habe ich. Rechts von dir. Ich bin hier erstmal sicher, solange die nicht rankommen. Gib mir 30 Sekunden. Ey, Digga, was? Hab ihn. Schön, schön, schön. 20 Sekunden bin ich da. Ja, ich wurde von ihnen gewantet! Von dem anderen Team! Drop runter. Okay. Nein, nein, och, nein, Mann, nein. Ich respawn und ey, Mann, ich hab down. Das so gut gespielt und dann kommt wieder ein anderes Team. Man wird einfach durchweg gesandwiched. Es sind einfach drei Teams, die versuchen uns zu finishen. Ja, ich lebe noch. Und mindestens zwei. Nein, im Gas kannst du nicht. Ach, Mann. Nein, Sterzig, lauf. Crabble! Crabble! Um Heaven! Oh, Sterzig! Crabble! Um dein Leben! Oh nein! Die rote Säure! So, da sind wir wieder. Von einem PlayStation-Spieler. Ja, mal wieder. Die haben es auch einfacher. Die haben wir einfach aus. Naja, lief nicht. Können wir ins nächste Match? Brennende Kirche. Perfekt. Das ist es. Da fühle ich mich wohl. Ah. Keiner im Gebiet da. Links von uns. Oh, wir haben es sehr leer. Guck mal, wir sind alle im Norden. Jetzt können wir mal so eine Defensive machen. Ja, wir machen jetzt Schmidtchen Schleicher, Digga. Wobei es halt echt immer so richtig tempting ist, einfach ein bisschen zu fighten. Ja, weil das Game halt richtig zackig ist. Du hast richtig Bock zu fighten. Das macht auch Bock. Wenn man trifft und wenn man killt, ist schon eher. Ja. Wenn da wenn die Shits reingehen, Digi. Mr. Poopy Butthole. Geil. Guter Name. Der sitzt Stufe 5. Ist von Rick and Morty Charakter. Mhm. Auf Deutsch Mr. Kakapopoloch. Ah, danke, dass du es nochmal sagst. Kein Stress. Kein Stress. So, neues Spiel. Neues Glück. So, ich hab. Oh shit. Ich hau mal rein. Die Cops. Ich komm mal zu dir. Ah, Servus. Oh nein, bitte nicht. Glück gehabt. Servus. Was ist das? Achso, Wiederbleben. Gut. Was ist das? Hier ist überall kein Loot. Ich kletter jetzt mal hoch. Ja, auf den Dächern ist so, wo es abgeht, glaube ich. Ja, ja, ja. Okay. Hier ist hochrangige Gebäude. Wo denn? Oh, hier ist wieder ein Sniper mit Scope. Aber wo ist hier hochrangige Gebäude? Good question. In irgendeinem Gebäude? Ja. Wahrscheinlich. Ich sehe es auch noch nicht so. Hier ist ein Wiederbelebepunkt. Gut. Gehen wir hier nochmal hoch. Verbrenne ich mich am Feuer? Oh, hier vor mir. Ich bin enthüllt? Hä? Weil ich das Ding hochkletter oder was? Aha. Herausforderung abgeschlossen. Überlebe Blutjagd. Hier ist die hochrangige Gebäude. Wir könnten die umbringen. Machen wir. Oh, shit. Das war dumm. Ich habe einfach... On-site hier so einen Zivilisten gekillt. Oh, geil. Oh, da ist jetzt eine lila eine Waffe. Oh, eine Minigun, willst du haben? Ja, würde ich nehmen. Oh, Junge, was? Ja, ist einfach eine Minigun. Ich habe eine lila eine Waffe hier gedroppt. Okay. Okay. Ja, dann spielen wir das jetzt. Ist ja wild. Oh, vom Dach. Und ich bin tot. Da oben. Ja. Aber ich liege safe. Also, wenn die mich finishen wollen, kommen die außer Deckung. Jo, dann seh ich's. Ja.
Jetzt nimmt er mich. Hä? Sehr gut. Schön. Schön. Kommen wir erstmal wieder hoch. Zack. Alter Junge, einfach. Halt dich. Ja. Einfach richtig mit der Minigun weggemacht. Noch einen hier auf der Straße? Ja. Der dritte im Bunde vermutlich. Weißt du wo? Warte mal. Bitte? Ich hab hier mal alles aufgedeckt. Hast du Schild? Nee. Geil. Probier mal. Jetzt ging's, ne? Ja. Okay, weird. Alter, wild. Junge, richtig mit der Minigun weggesprayt. Das war nice. Er ist fast gestorben, aber wir haben es hinbekommen. Okay. Mate ist auf dem Dach. Ich würde sagen, wir folgen dem mal. Der war auch gar nicht am Start gerade, oder? Nee, der hätte den alles gar nicht gejuckt. Überhaupt nicht. Den hat das nicht tangiert. Alles entspannt, Leute. Okay, gut umschauen. Wir bleiben am Rand der Zone, würde ich sagen. Und wir schleichen. Oder wir nehmen. Kann man denn vielleicht sprechen? Y? Nee. Let's play safe, man. Yo. Yo, no. Ja, lass ihn einfach. Du hast gefeindet? Nee, ich hab einfach gerade versucht, den Hotkey zu finden. Oh Gott. Hoppala. Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir hier am Rand. Womit? Ich bring mal hier hin, dann denkt ihr, hier ist ein Gegner und kommt hierher. So. Okay. Doch, die Minigun, das habe ich noch nie gesehen. Hat die so Aufladezeit, bis sie schießt? Ja. Deswegen ist das erstmal gestorben. Ja, wobei, die haben mich auch übel weggemacht. Ja, die haben mich zu zweit abgeballert. Aber dann haben sie dich irgendwie gepusht, weißt du, sie da. Vor allem, warum frage ich mich? Ich baller die von dort ab, sie gehen erstmal hin und saufen dich aus. Ja, war halt genauso antizipiert. So, jetzt müssen wir ein bisschen moven. Aber ist ja weiter. Cool, ist ja safe. Oh, ich bin ja noch gar nicht vollgeheilt. Ah, nicht ganz, ne? Ja, jetzt habe ich das dicke Pack genommen, naja. So. Geil, ey, der geht sogar in die Hocke. Der hat richtig Bock, sich zu verstecken. Ich bräuchte halt eigentlich noch ein bisschen bessere Range-Waffe. Ich weiß halt nicht, irgendwie. Ich weiß nicht, was für Munition ich brauche für die Minigun. Ich auch nicht, ich glaube. Weil ich habe da die ganze Zeit null. Also eher auf Reserve. Hier, über mir. Oh shit. Komm vielleicht zu uns. Behalte ich erstmal bedeckt. Schön. Okay. Läuft's? Ziemlich gut. Sind beide fast down. Aber ich habe leider keinen Finish. Einer ist down. Okay, nice. Ich komme wieder. Einer ist geplatzt. Okay, hast du gefinished? Einer ist gefinished. Sehr gut. Oh, vor mir! Hab ich. Ist down. Oder du, wie auch immer. Warte, darf ich? Die weg. So. So spielen wir weiter. Ja, so wäre angenehm. So, sehr gut. Oh. So wäre angenehm, doch. Hö, was war das? Ups. Schnelle Verwendung, okay. Ja. Wo ist unser Mate? Der hat gechillt. Bis jetzt geile Kills mit deiner fetten Minigun, Digga. Jo, die werden gesprayt. Die ich nehme auch oh, ne, ist alle. Ja, wir haben hier eine sehr gute Deckung. Wir haben hier so eine richtige O-Form und wir können richtig schön die Ridges nutzen. Ja, ich gehe nur gerade ein bisschen raus, weil ich würde noch gerne eigentlich einen aussaugen. Oh, hier ist auch. Oh, sehr gut. Okay, das ist Nahkampf-Damage, das brauche ich gar nicht. Ah, ne. Schnellere Abklingzeit, Kundschafter, sehr gut. Da habe ich jetzt nicht mehr 2 Punkte drin. So, dann komme ich jetzt wieder aufs Dach. Jo, ich sauge gerade noch ein paar Bries aus. Ah, nice. Die Bras oder die Bries? Die Bries. Brigiotto. Giotto. Lego. So. Lego. Star Wars. Naja, machen wir weiter. Ja, gehen wir in die Zone wieder, genau an die Spitze, I guess.
Richtig nur am Rand. Ja, leben zu dem. Auch nur noch 17. Hau mir kurz Rüstung auf. Geil. Ja, ich habe. Hattest du die gelootet schön, die Leute? Nee, einer ist nur geplatzt und runtergeflogen vom Dach. Der schleicht hier rum, ey. Was ist denn mit ihm? Ja, er hat Bock. Spielt auch safe. Ja. Er matcht unseren Playstyle. Hier unten ist ein bisschen Loot. Ja, irgendwie, leider finde. Ich glaube, für die kann man keine Munition finden, könnte ich mir vorstellen. Oder? Für die Minigun? Ja. Gute Frage. Weil ich müsste auch langsam mal. Wir haben ja jetzt schon so viel gelootet. Lass hier einfach drin bleiben in diesem Eck hier. Ja, wir sind hier drin. Ich hab so eine richtige. Das ist eine schöne Ridge. Ja, ich hab so eine richtig schöne Axt auch als Nahkampfwaffe. Es wird so safe. Ey, wir sind locker ganz im Süden die ganze Zeit ganz allein. Ganz doll. Ich schwöre. Welche Gans? Weihnachtsgans. Nice, bra. Hey, brabu. Okay, lass nächstes Dach. Sicher? Ja, hier sind. Wir sind ja genau an der Ecke. Wir müssen in die Richtung gucken, in die ich gucke. Na gut. Es sei denn, hinter uns kommen jetzt. Ein paar Bras. Briems. Oh, da unten ist KI. Wäre noch eine heftige Truhe. Nee, doch nicht. Die ist schon gelootet. Hier ist noch ein Polizeiauto. Ein bisschen Schild drin gewesen. Naja. Munition. Hier ist Großkaliber und Geschosse. Großkaliber? Was hast du gemacht? Gar nichts. Die haben alle geschrien, sind weggerannt. Ja, hab ich gehört. Noch 15? Von meinem Wurf. Noch 15? 15. Was macht er denn? Er soll hier bleiben. Er spielt safe. Er sitzt da und hat die Zeit seines Lebens. Ich sehe hier jemanden am Kran. Brauchen wir nicht engagen. All good. Nicht mal aufmerksam erzogen. Aber ich wollte ihn auch gerne mal sehen. Kuckuck! Ah, Kran ist jetzt. Kran ist jetzt außerhalb des Gebiets. Dann lassen wir hier an die Ridge. Nicht, dass die jetzt hier hinkommen. Oh, hier ist eine feindliche Fledermaus. Oh. Shit. Und unser Mate ist leider drin. Nee, er ist schon hinterher irgendwo, aber. Jetzt bleib doch mal stehen hier. Geht doch. Vorsicht, Gas. Es wandert wir müssen gleich jetzt, weiter. Ja, wir müssen jetzt an der. Scheiße, jetzt wurde ich aufgedeckt. Jetzt haben wir ein Problem. Erstmal zu unserem Mate. Einfach erstmal hier so lang. Oh Gott, wie komme ich denn hier hoch? Puppy Butthole ist schon ein Haus weiter. Ich würde mich da mal anschließen. Ich habe ein bisschen ein Otto. Hey, wo waren die denn? Ach, da, die sind beim Krangebäude, glaube ich. Weißt du? Mhm. Ja, oben drauf. Geballert. Ab ihn oben. Finish. Oh mein Gott, ey. Nice. Rein. Bitte nimm es mit rein. Ich habe alles gesehen. Ich hab's komplett gesehen. War richtig heftig. Puppy Butthole auf den Kopf. Schön. Der war alleine, glaube ich. Wir können uns das Haus da oben einverleiben. Ja gut. Dann let's go. Okay, dann let's go. Auf jeden Fall die Hoheit. Ja, wobei. Lass ihn noch verstecken. Lass hier unten bleiben. Lass hier in der Nische bleiben. Weil es leben noch 10. Das Gebiet wird jetzt ultra klein. Lass die sich alle killen und dann kommen wir. Mit der Minigun. Jut. Noch 10. Erst wenn wir müssen, gehen wir da rein. Auf Klo? Noch 9. Das wird unsere Runde. Puppy Butthole schießt. Puppy Butthole rasiert. Aber die treffen ihn nicht. Ist ganz nice. Jetzt könnten wir mal gucken. Hier kann man sich gut verstecken. Das waren wir, Digga. Sehr gut. Die sind sehr low. Ja. Hey, ich bin down! Nein, hier hat mich einer im Nahkampf gelegt. Nein! Was? Ich dachte, das warst du. Aber ich hätte eh nicht abbrechen können, ich habe mich geheilt. Egal, holt das. Oh, guck mal, der MP7, Legendary. So, jetzt musst du fighten, scheiß auf alles. Leben noch 7, also mit euch, also 5 andere. Geh einfach hier ganz hoch und versteck dich. Lass die das ausmachen. Hier, schön, ja, schön. Hier jetzt einfach ruhig. Vielleicht ein bisschen Puppy Butterhole deffen? Aber nur ein bisschen. Die verstecken sich auch. Guck mal dahin. Schön.
Vielleicht ein bisschen Poopy Butthole deffen. Oh, da. Oh nein, nein, nein. Vielleicht will er ihn jetzt finishen. Nee, schnell. Ich hab ihn. Okay. Dann aber schnell. Jetzt aber weg. Oh, ich weiß nicht, ob du. Nein. Lass Poopy Butthole. Leave him alone. Weil es sind noch zwei Teams. Kann ich's machen. Alles gut. Nerven bewahren. Heilen? Es sind noch vier, also noch drei andere. Ist entweder ein ganzes Team oder wenn du Glück hast, zwei. Deswegen, ja. Geil! Sehen die Gegner dich jetzt nicht oder was heißt das? LOL! Schönes Ding. Toll. Locker ist er jetzt genau hinter dir. Ja, es sind zwei. Das sind zwei, die sich fighten. Ja, er ist hinter mir. Ja. Geil, halt dich. Die fighten sich. Ja, bin dabei. Lutsch aus. Hast du Rüstung? Nee. Hast du genug Munition? Die fighten sich. Sandwich die. Hä? Ist noch einer am Links ist noch einer. Ja, ist noch einer. Schön. Würde ich finishen. Oder? Ja, würde ich, glaube ich, einmal schnell finden. Ah, jetzt steht der dahin vielleicht wieder auf. Den jetzt finishen. Brudi. Den du gerade genockt hast, warum findest du ihn jetzt nicht? Ich weiß nicht, wo er ist. Hä, du hast ihn doch gerade genockt. Achso, der war nur knockt? Ja, natürlich. Jeder ist knockt. Die stehen jetzt beide gleich wieder auf. Sterzig. Ja, ich bin verwirrt. Egal. Wenn du einen Gegner siehst, erschieß ihn. Ja. Die sind halt jetzt irgendwo unten und... Ich sehe halt kein Schwein. Ja, weil sie sich halt in irgendeiner Nische verstecken. Lass die das ausmachen. Die saufen, ich höre sie trinken. Wirklich? Ja. Wir haben gesoffen. Scheiße. Ah. Da ist er. Da sind beide. Links ist der andere. Der ist jetzt unten. Beide sind jetzt unten. Die fighten sich, oder? Ja. Das ist ein Team. Hoch. Einer. Nein! Du hast halt beide eigentlich schon gekillt gehabt. Das wäre jetzt ziemlich safer Win gewesen. Ja, Leute, das war Bloodhunt. Wir verabschieden uns. Es waren tolle Runden. Bis zum nächsten Mal. Schaut doch mal scherzig vorbei. Und checkt das Spiel ab in der Videobeschreibung. Scheiße. Tschüss. Ciao.